aktuell im Schwergewicht der beste Kampf, den man machen kann, der machbar ist vor allem. Tyson hat genauso wie Wladimir Deontay Wilder ein Angebot gemacht. Wir alle hatten jeweils auf unseren Seiten gehofft, dass es diesen Kampf gibt. Bei ihm eine Herausforderung, bei Wladimir eine Unification. Aber Wilder will aktuell keinen von den beiden boxen. Das sind die beiden Besten, die aktuell im Ring stehen, im Schwergewicht. Davon bin ich überzeugt. Und dementsprechend, glaube ich, ist das ein Kampf mit ganz, ganz hoher Brisanz. Beide sind bekannte Knockouter. Und vor allem ist Tyson Fury jemand, der nicht nur deutlich größer ist, er ist auch deutlich jünger. Er will dem lange amtierenden Champion den Titel entreißen. Aber Wladimir wird an diesem Abend, auch das ein weiterer Eintrag von ihm ins Rekordbuch des Boxsports, seinen 28. Weltmeisterschaftskampf bestreiten. Und damit stellt er sich an diesem Abend, wenn der Gong zur ersten Runde ertönt, vor Legenden wie Joe Louis mit 27, wie Larry Holmes mit 26 oder Muhammad Ali mit 25 absolvierten WM-Kämpfen. Also eine gigantische Zahl. Er ist eh nach Joe Louis der am nächsten amtierende Champion. Aber auch das muss man hier an dieser Stelle sagen, und das werden die englischen Kollegen vor allem sicherlich auch bestätigen können, Wladimir ist noch nie irgendeinem Herausforderer aus dem Weg gegangen. Die WBA hat Tyson Fury zum Mandatory Challenger gemacht. Wladimir hat sofort gesagt, den Kampf will ich. Das ist eine echte Herausforderung, die will ich bestreiten. Und dementsprechend haben Mick Hennessy und ich nach langen, langen Verhandlungen, gerade noch rechtzeitig vor dem First Bit, uns geeinigt. Auch ein Dankeschön an Mick Hennessy, der wirklich ein guter Partner war. Und ich darf Ihnen sagen, wir sind beide, glaube ich, glücklich, denn wir haben einen sehr, sehr guten und vernünftigen Kompromiss für beide Seiten gefunden. Ich glaube, sein Team ist happy, unser Team ist happy und ich meine, sowas am Ende des Tages sein. Wir freuen uns auf einen ganz großartigen Showdown, freuen uns, dass es hier in Düsseldorf ist und hoffen auf eine gute Kooperation mit Ihnen. Vielen Dank.